So. Herzlich willkommen, meine kleinen Täubchen, zur Abschlussepisode von Resident Evil Revelations. Und steht nur noch der Endkampf bevor gegen Jack Norman oder das, was auch immer aus Jack Norman wurde. Der Cliffhanger war ja übel, das Monster sah fies aus. Mal gucken, was es so geworden ist. So, das klingt alles jetzt nicht besonders gut. Alter! Okay, er hat Schwimmhäute, er hat ein großes schlagendes Herz. Das Schallgriff wahrscheinlich auf die Schwachstelle sein. Und er kann sich beamen. Na Wunderbärchen. Wow. Und er ist ziemlich böse. Mit ihm macht es also nicht viel Sinn zu verhandeln, würde ich mal behaupten wollen. Ja, hallo. Kein Spaß, der Typ. Ich glaube, er ist nicht so der allernetteste Bro. Boah, und er verteilt ordentliche Kelle. Okay. Nicht, dass er sich schon verabschieden will. Ja, aber wir sind keine Babysitter. So. Da habe ich ihm eins gegeben. Das Herz ist wieder weg. Also es scheint immer nur ganz kurz da zu sein, nachdem er sich gebeamt hat. Also müssen wir mal gucken, dass wir ihn dann erwischen. Gut, das ist ja bis hierhin handelbar. Mal warten, bis er sich beamt und dann wieder auf Abstand bleibt. Kann ihn eins verpassen. Oh, das geht noch, würde ich sagen. So, wieder einen erwischt. Er haut zwar wuchtig zu, aber er haut nicht besonders schnell zu. Das geht so an der Stelle ja noch. Wenn man den Finger am Abzug hat, dann ist das okay. Aber selbst kommt noch. Das war natürlich jetzt mega schön. Hat er mich so erwischt? Ja, wir sind schon ein bisschen um Blut bei uns. Shit. So, das war knapp. Das war richtig knapp. Ein bisschen schwierig, habe ich den Eindruck. Wir haben können es fünfmal heilen. Also tendenziell ja gar nicht so schlecht. Zumal ich hier auch Heilkräuter bereits gesehen habe und theoretisch waren die Viecher ja auch alle scannbar. Wird also bei ihm theoretisch auch funktionieren. Praktisch weiß ich das nicht und praktisch traue ich mich auch aktuell noch nicht, das auszuprobieren. Aber so, das muss auf jeden Fall auch mal ein bisschen klein beigeben, oder? Ja, das ist mal tot, wenn er dir anlagt. So. Hat auch nicht so viel. So, jetzt spackt er ein bisschen rum. Jetzt gibt es wieder zweimal. Da war er noch mit Herz. Puh, das war eng. Im Prinzip selber Gegner, nur. Ja, das muss er doch mal heilen. Okay. Also das Prinzip ist eigentlich dasselbe, nur dass es verdoppelt ist und so. Der andere sich auch mal auflöst, also gut, das geht dann ja noch. Wettet. Ja, das war nicht so schlimm, er hat sich erwischt. Also es war so Boden geschleudert, aber eben keinen Schaden zugefügt damit. Oh. Was ist das jetzt hier? Da hinten steht einer. Mann, der Typ nervt ein bisschen. Mal gucken, ob es um den Scan geht. Ich will gerade relativ günstig stehen. Ja. Hey, was ist das? Ah, Mann. Jetzt haben wir schon zweimal heim müssen und nicht einmal erwischt. Das ist die Karikatur. Wo ist er jetzt? Wo ist der Typ jetzt schon wieder? Ah, nee. Alter, der Typ nervt. Und zwar richtig. Capcom, was habt ihr denn da für eine Krücke gemacht? Ah.
Distanz Schaden zugefügt? Das sieht so ein bisschen so aus. Lieber mal nichts riskieren, lieber scannen wir ihn dann noch einmal. Ist hier nicht gefunden, der ist riesig groß. Das war die falsche, was ist der richtige? Ah, endlich mal wieder erwischt. Lieber jetzt mal nachladen, wir hätten auch scannen können, aber... Vielleicht aber auch sowieso gleich mal viel auf eine andere Waffe. Das ist wieder der falsche. So. Meine Heilung kam mir wieder. Das ist wieder der falsche. Das kennen, den Trick kennen wir inzwischen schon. Ah! Aber ich glaube, er hat uns nicht erwischt. Doch mal lieber aufs MG. Da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, ihn zu erwischen. Ah, fuck. Gibt es schon Blut? Nee, nicht wirklich. Also einen verkraften wir auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich sogar einen zweiten. Das ist wieder der falsche. Das ist irgendwie jetzt seine neueste Megamasche. Wenn es ein bisschen gay ist, ist er sich immer so zu dreht, dass wir ihn nicht erwischen dann. Nicht so einfach, der Typ. Da sind zwei, was er. Ja, gefühlt erwischen wir den gar nicht mehr. Also, man soll ihn offenbar mit dem MG besiegen, sonst hätten wir uns nicht in die Munition gegeben. Wir kommen auch nicht weiter, habe ich den Eindruck. Wir nehmen zwar Schaden, aber sonst was viel. So. Auch mal wieder. Ah, dumm. Also nicht so schlimm, er hat uns nicht erwischt. Können wir nochmal scannen? Okay. Also das nervt. Also diese zu Boden werfen ist total ätzend. Aber generell ist der Kampf irgendwie so ein bisschen, ja. Langsam wird es auch eng mit unserer Heilung, habe ich denn schon wieder den Eindruck. Ich habe sie noch erwischt! Mann, ey. So. Was macht er? Oh, er rennt! Ja, wunderbar. Hat er das gemacht? Egal, das nicht klar. Wie viel gibt's denn? So, jetzt haben wir. Oh, wir sind ausgewichen. Genial. Fuck, Flügel hier. Wieso stirbt das Vieh nicht? Das weiß keiner. Das ist mit richtig. Wo ist er denn? Da ist. Ja! Das sieht schlecht aus, der Rücken. Ja! Beat it! Yeah! Fuck! Entschuldigung. Am Arsch! Ja, kannst du mal sehen, Keule. Ah, endlich. So behandelt. Was ein Arschloch. Ich hoffe, dass der Tod ihm mehr Frieden bringt als das Leben. Verbreitungsmethode. Das Schiff ist mit einer Drohne ausgerüstet. Das ist ihr Ausliefersystem. Sehr schön. Jetzt zeig mir die Ware.
reinstes T-Abyss. Noch gibt es keinerlei Impfstoff dafür. Ja, natürlich. Ein bisschen davon kann eine Stadt ins Chaos stürzen. Kennen wir. Das wäre alles. Ich muss jetzt gehen. Wer hätte das gedacht? Hä? Die fiesen Terroristen bekommen Unterstützung vom ehrwürdigen Commissioner der FEC. Wie du siehst, kannst du dich aus dieser Sache nicht so leicht rauswinden. Ich habe die BSAA offensichtlich unterschätzt. Und dich möglicherweise auch? Wir haben das hier aus dem Sperrgebiet bei Terra Grigia. Wir haben unsere Tests abgeschlossen, du kannst es also wieder haben. Direktor O'Brien, du verstehst doch sicher unser Dilemma. Ohne die Terra Grigia-Panik wäre dem ignoranten Pakt die bevorstehende Bedrohung doch gar nicht bewusst. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Niemand hat das Recht, mich zu richten. Die Welt hatte meine Führung bitter nötig. Es war alles nur zu ihrem Besten. Du machst dir doch nur etwas vor. Du hast doch selbst gesagt, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Aber ich bin nicht Dante. Und du nicht Vergil. Morgan Lansdale. Hiermit enthebe ich Sie des Amtes als FBC-Kommissar mit sofortiger Wirkung. Und ich verhafte Sie wegen des Verdachts der Verschwörung mit Veltro bei der Planung und Ausführung der Terra Grigia-Panik. Bei allem Respekt, Direktor O'Brien. Die BSAA macht einen riesigen Fehler. Mag sein. Aber immerhin bist du am Arsch. Wo habe ich das schon mal gehört? Ja, Tull muss gestehen, ich hatte den Kampf vorher schon mal probiert und war da in der dritten Phase gescheitert. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Ihr habt natürlich nur den gelungenen Try jetzt gesehen. Ja, kennen wir alles schon. Und? Jetzt kommt endlich die Wahrheit über Terra Grigia ans Licht. Ja, aber der Preis war hoch. Und die BSAA muss umstrukturiert werden. Der Sturm ist erstmal vorbei. Aber wie lange wird das bleiben? Oh, A-Hörnchen und B-Hörnchen. Thank you.
Da macht der Mann im immer gleichen Trenchcoat seinen Abgang. Nette. Nette Prophezeiung. Das wird also mit den beiden weitergehen. Oh, was ist das? So leicht, was? Danke, oh. Die Firma ist morgen jetzt aus dem Spiel. Doch, hallo. Schreib du bitte den Bericht dazu. Ach, übrigens. Warum lebt Parker noch? Dafür habe ich meine Gründe. Die BSAA ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Könnte noch witzig werden. Ja, genau. Der Spaß fängt gerade erst an. Jessica und Raymond offenbar dann doch eher für die Gegenseite aktiv. Ja, das war's. Wir haben Resident Evil... Sehr gut. Wir haben leicht oder höher geschafft. Ja, wunderbar. Ja, das war's. Wir haben Resident Evil Revelations durchgespielt. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Let's Play. Und ich hoffe, es war ja auch mein erstes Let's Play, das jetzt auch sein wohlverdientes Ende gefunden hat. Der Nachfolger Resident Evil Revelations 2, ich weiß nicht, ob das aufgegriffen wird, was wir gerade eben gesehen haben, es bietet sich ein wenig an. Wird sicherlich auch noch auf meinem Kanal laufen, vielleicht nicht unbedingt super schnell, aber der wird kommen. Ganz fest versprochen. Dann bis dann, ciao, ciao. Hallo, meine kleinen Täubchen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Denn wenn dem so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und gerne auch einen Kommentar drunter. Und falls das nicht geschehen, auch ruhig das Abonnieren nicht vergesse. Hier findet ihr auch so ein paar Kontaktinformationen zu mir. Ja? Twitter, Facebook, Instagram, den ganzen Kram. Da findet ihr ein paar andere Videos. Schaut ruhig mal rein. Und dann sehen wir uns zeitnah wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.